Wähle deine Zugehörigkeit. Okay, Chat. Das ist eine... Wow, Deliane. Sif Imperium oder Republik? Freitag? Hanna Seraph. Sif? Sif? Alle für Sif? Okay. Das musst du wissen. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Sif gleich Allianz. Ah ja. So, und was haben wir hier? Kriegerin? Inquisitorin? Kopfgeldjäger? Imperiale Agentin? Die hat einen Bart? Okay. Juhu, ich find's toll, dass du jetzt Star Trek spielst. Juhu, Star Trek vor allen Dingen? So, was haben wir da? Marodeurin? Juggernaut? Warte mal, was steht denn hier? Tödliche Vollstreckerin. Als Nutzer der dunklen Seite der Macht haben Sith-Krieger den Auftrag, die Feinde des Imperiums in allen Teilen der Galaxie für... Okay, Vernichtung, Blutbad, Raserei. Verteidigung, Nahkampfschaden über Zeit. Attentäter, Verteidigung, direkter Schaden, Schaden über Zeit. Und Hexerin. Heilung. Heilung und Fernkampf. Machen wir einfach nur Bam, 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 Bam? Das sieht anders aus als vor ein paar Jahren. Machen wir das hier. Oh, jetzt, oh Gott. Jetzt wird es aber schwierig, ne? Die habe ich alle noch nicht freigeschaltet. Was möchten wir denn sein? Pantra zu. Wieso haben die Frauen alle einen Bart? Nee, nix. Bam, bam, bam. Fuchtel, fuchtel, fuchtel. Ja, das ist das Gleiche. Der Stream geht heute bis 12 oder so. Also, weil ich jetzt hier was einrichten will. Okay, was gibt's denn hier? Hab's da auch mal gespielt, so vor 10 Jahren circa. Naja, lasst mich. Narben? Haben wir eigentlich... Uiuiui. Die hat... Oh, die ist verbrannt. Die hat eine mitgekriegt. Die hat schon das Kinn aufgeschlagen. Auch verbrannt. Eieieiei. Der Ton. Ne, der Ton passt eigentlich. Augenfarbe. Kosmetik und Tätowierungen. Hui! War ja keine Kritik. Habe ich auch nicht so aufgenommen. Das ist für Clouty aktuell. Ja, genau. Hm. Die Gabe der Naru steckt mir in der Stirn. Hallo, Tops. Haare! Hier wenigstens ein Zopf. Ach nee, so. Der Leo, der vergnügt sich hier mit dem Popkarton. Und die dunkle Offline-Stream-Seite. Das gefällt mir gut hier. Ach, aber passt eigentlich auch. Ja, ihr wollt jetzt wahrscheinlich das, ne? Nee! Na,
Name nicht verfügbar. Auch nicht verfügbar. Cludi gibt's. Ohne zu spoilern, das Level macht im Gegensatz zu WoW richtig Spaß. Okay. Cludens? Nee, Cludi ging. Vorlesen! Der Sith-Krieger! Das Sith-Imperium hat die Galaxis immer fester im Griff. Die Galaktische Republik und ihre Jedi-Verteidiger sind nach der erfolgreichen Militärkampagne des Imperiums geschwächt und verwundbar. Alter, wie leise soll ich das noch drehen? Nach der Aushandlung eines zerbrechlichen Friedens schickt das Imperium alle potenziellen Sith zu grausamen und tödlichen Prüfungen in die Akademie und dem unwirtlichen Planeten Korriban. Heute wurde eines der größten Talente unter den angehenden Kriegern heimlich von einem einflussreichen Aufseher herbeigerufen, um sich von Prüfungen der dunklen Seite viel früher zu stellen als erwartet. Oh, gerade noch so gelesen. Das Imperium erschreckt zurück. Wie gut! Sif. Wieso? Wie wird das ausgesprochen? Sif. Sid? Wird das Sid ausgesprochen? Sis? Ach, Sis. Okay, aber das ist doch ein TH. Der Clip. Ich bin echt dezent erschrocken. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles gut eingestellt, also so um 25%. Das gilt aber wahrscheinlich nicht für Cinematics. Ja, ein TH, deswegen sprichst du ja auch Sif. Sif aus. Sif? 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 Sip? Pick. Beliebige Taste. Ach, jetzt ist wieder leise. It's me. Da bist du ja endlich. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ich bin Aufseher Tremel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith-Ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Nix mit Sis. Sif. Ja. Oder sterben. Ich werde alles geben. Ich überlebe immer. Ich entscheide mich für die erste Option. Werde bloß nicht leichtsinnig. Klar, Sif. Ja, aber die sind doch... Das ist die deutsche Synchro schlecht. Ey. Hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen. Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Das solltet ihr auch. Das klingt nach einem Plan. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Dann wird er sterben. Ich bin ja echt... Naja, nee. Diese Haare wackeln, muss gucken, wenn sie geht. Ja, ich habe von dem Game ja keine Ahnung, aber ist es mit Beam Me Up, Scotty? Oder... Ja, genau. Star Trek, richtig, richtig. Steht ja auch so
Hier unten, ne? Habe ich extra rausgesucht. Star Trek Logo. Vielleicht kann man ja mit ihm verhandeln. Es gibt keine Verhandlungen mit einer Kreatur wie Vemrin. Wir müssen deine Verbindung mit der Macht stärken, damit du ihm ebenbürtig bist. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Die Klinge eines unbedeutenden Akolyten. Du brauchst eine dominante Waffe. In Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer. Dort wirst du eine starke Sith-Kriegsklinge finden. In dem Grab wimmelt es von Chlorschnecken. Tödliche, bösartige Kreaturen. Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Kannst du das lauter machen? Hä, das ist doch voll laut. Amadon, ich habe eine Star Wars-Kampagne mit ihm. Pi, deswegen. Aber ist ja nicht so, dass ich das schon tausendmal gesagt hätte? Ja? Der hört nie zu. Ich werde sie alle vernichten. Warte mal. Tödliche, bösartige Kreaturen. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Abgeschlossen. Sprich mit Aufseher Trimmel. Oh, PvP-Saison. Galaktische Saison. Missionslogbuch. Du hast Folgendes entdeckt. Fremdziel-Terminal. Du verlässt eine Ruhezone. Du hast Post. Du betrittst den Story-Bereich. Besitzer Cludi. Erfolg abgeschlossen. Hallo. Wow. Oh, man dreht sich etwas schnell. Man dreht sich sehr schnell. Wer ist denn das hier? Ich werde verfolgt. Wer ist Rek'Sai? Oh Gott, wartet mal. Ich muss mal die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Wo sind ja die Mausgeschwindigkeit? Achso, halt, ich kann noch ein bisschen scrollen. Ah, stimmt, Gavin. Du hast recht, warte. Du hast recht. Giveaway. 20 Euro EMP Guthaben. Ich ziehe zwei Gewinner, ja? Wo kann ich denn hier die Mausgeschwindigkeit einstellen? Kameraschwenkgeschwindigkeit, das hier wahrscheinlich. Naja. Teil des dunklen Lords. Du hast den Ort Korribian, Teil des dunklen Lords, entdeckt. Oh nee, das ist immer noch so super schnell. Oh, da unten sind Menschen. Vermöbeln die sich gerade gegenseitig? Das waren damals noch Zeiten. 2 Jahre neben BW gesuchtet. Kannst du machen? 2011. Ist die Maus zu schnell? Bist du zu alt? Vermutlich, ja. So, lass mich mal gucken. Guck mal, hier gibt's Archäologie. Okay. Missionslogbuch. Erkunde die Waffenkammer. Die wo ist? Waffenkammer? Wo? Deine Klasse ist für die... diese Phase nicht qualifiziert. Darf Clutens hätte auch sehr gut gepasst. Wieso darf ich jetzt hier nicht mehr?
Ich bin doch von hier gekommen. Bist du da? Bist du nicht mehr rein? Hallo? Kein Zutritt? No, ich hab's schon kaputt gemacht. Zu den Waffen. Erkunde die Waffenkammer. Wo ist die denn? Waffenkammer wo? Sanitätsdienst. Das Waffenkammer? Nein. Da drüben? Da geht's in den Westen. Da geht's in den Westen. Nee, das ist auch nicht die Waffenkammer. Ich bin eine Maschine. Inventar. Aha. Hier geht's ja. Ja. Was habe ich hier? Einfaches Medipack. Was ist das? Hast kanalisieren. Ich ein bisschen rauszoomen? Ja. Oh. Hm. Und wo ist jetzt diese Waffenkammer? Aber warte mal, ich soll auch 6 von diesen Dingern töten. Egal. Dem rosa Pfeil auf der Map hinterher. Ja, bin ich ja. Aber warte mal, dann bin ich ja vielleicht hier doch richtig, oder? Achso, oh, ich hab Stufe 2 erreicht. Ich dachte gerade, oh Gott, was passiert? Ich werd nach oben gebeamt. Es ist doch Star Trek. Hallo? Muss ich noch weiter hoch? Ich mach erstmal die andere Quest fertig hier mit den. Muss ich noch 2 von diesen Dingern töten. Bin ich da gleich nochmal hochgekommen? Hallo, kann mal einer den Fahrstuhl. Ah, okay, danke. Sogar noch ein Level 50 Kopfgeldjäger. Hallo, Seitras. Das hat sich zu damals echt verändert. Ich spiele das zum ersten Mal. Aber die Fähigkeit finde ich sehr nice. So, haben wir das auch abgeschlossen. Okay, also nochmal Waffenkammer. Aber warte mal, vielleicht ist ja doch hier die Waffenkammer. Habe ich mich da ein bisschen vertan, wie es aussieht. Kein Jedi wird gegen euch bestehen. Kann ich bei der lernen? Abonnenten steht die Fähigkeit auf Stufe 1 zur Verfügung. Aha. Merkt euch. Frieden gibt es nicht. Oh. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Kormun, 5. Infanteriekommando,
Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Ist das notwendig? Sprecht, Sergeant. Danke sehr. Ihr seid der Akolyt, den Aufseher Dremel hergebracht hat, richtig? Wollt ihr ins Grab, um zu zeigen, was ihr könnt? Und um eine Kriegsklinge für mich zu finden. Nun, hier ist eure Gelegenheit, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Klingt auch komisch. Die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Der ist aber nicht verschlungen, der liegt da faul rum, der schläft. Na und? Eure Männer müssen offensichtlich besser ausgebildet werden, Sergeant. Diese Männer waren kampfgestählt. Hallo, der Tass. Feind ist einfach zahlenmäßig überlegen. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. Vielleicht könnte ich helfen. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Wir sind die geilen Chlorschnecken. Vor allem, was erzählt er mir denn das, wenn er dann doch nicht will, dass ich das mache? So, jetzt bin ich wütend. Und jetzt habe ich keine Gegner. Na toll! Ich habe mich gerade extra wütend gemacht. Nee, ich will in die andere Richtung. Aber was ist hier? Ah, da ist diese Brutdingens, ne? Ha, Hilfe! Och, diese Maus! Nein, warte, in die Richtung bitte gucken. Danke! Alles mit, was wir kriegen können. Kann er dann später wieder aussortieren, ne? Wir sollen dich bitten machen. Guck mal dahinter. Ein Explore. Ah, da. Sprengstoffdetonator. Detonator. Ich kehre zurück. Musste ich nur den einen machen? Ja, ne? Sieht so aus. Ah, ich wollte gerade sagen, die haben aber keine hohe Aggro-Range. Mach sie fertig, kleine Kludi. Super gemacht. Weiter so. Wo war denn? Das ist ja auch ein... Achso, nee, das soll ich wieder abgeben. Ich habe die Explosionen gehört, als ihr die Sprengsätze gezündet habt. Hervorragend. Das muss der beste Sith sein, den ich je gesehen habe, gell? Guck, schon Stufe 3. Wupp, wupp. Und neue Handschuhe.
Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Gar keine. Geh fort. Verlangt es euch nach Macht? Gut. Kann ja noch nichts machen, ne? Merkt euch, das Frieden hier gibt es nicht. Ah, man hätte sich das Tutorial vielleicht mal angucken sollen. Warte, bis du Darth Gloom siehst. Warum liest du keine Questtexte? Hey, weil die das vor... Die sagen das ja. Die reden, die erzählen dir das ja vorher. Dreiecksymbol ist Quest anscheinend. Dass er oder sie eine Mission für dich hat. Nicht die Mission? Also die sind wichtiger. Exploration. Wiederholbar. Okay. Was sind denn Explorationen? Das soll Explore. Soll das Erkundung sein? Sind optional und können oben rechts im Kartenbildschirm aktiviert. Okay. Ja. Gegner? Ja. Fähigkeiten benutzen? Ja, kann ich. Lassen Sie sich. Außer Reichweite? Ja. Sieht mir, dass er es hat? Ja. Ja, anziehen. Mhm. Gesundheit. Deine Kerntruppen wurden verbessert. Du kannst nun leicht gegen stärkere Gegner bestehen. Neu trainieren. Ja. Gibt's denn davon? 7 von 11. Okay. Sagen im Chatfenster. Okay. Wir haben auch seltene schwierige Gegner. Auszeiger bewegen. Schenkel wird zum Beispiel Streiter Elite oder zumindest musst du eventuell in eine Gruppe. Ja. Ja. Erfolge gibt's auch. Claudia geht WoW fremd. Hallo Berle. Kleidungsdesigner. Okay. Imperiale Alas. Hab ausgenutzt, um wertvolle Artefakte aus der Tiefe zu stehlen. Die Situation ist inakzeptabel. Ihr seid dazu ermächtigt, diesen Söldner mit äußerster Gewalt eine Lektion zu erteilen, dass weitere Entweihungen nicht toleriert werden. Die Aufgabe ist gefährlich und es wurden eine Gefahrenzulage bewilligt. Wenn ihr eure Mission erfüllt habt, trefft mich an der Krankenstation. Siegte Grabplünderer. Liegt dasselbe Tutorial nochmal. Okay, das Tutorial nochmal ist. Ich mag die Fähigkeit total gerne mit diesem Anspringen. Komm, los. Wir warten jetzt, bis das wieder fertig ist. Haha. Das brauchen wir dann nicht. Piu, 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 piu. Was ist das? Credits. Mit Demon Hunter, aber nicht mit so einem coolen Salto. Ja, whoopsa! Abgeschlossen. Haben wir ja noch irgendwas? Ich muss nur weiter. Und beschaffe die Artefakte. Du, Credits gleich Gold. Ja, dachte ich mir schon.
Jer ist aber... Jer hatte schon ein bisschen mehr drauf. Als die anderen. Aber noch fühle ich mich ziemlich unbesiegbar so. Dahin. Wo ist Lenny Credits? Hallo? Du betrittst den Story-Bereich. Fallgruppenmitglieder können dir helfen, wenn sie kein Sith-Krieger sind oder wenn sie Zugang zu Story-Bereichen haben. Okay. Aber ich kann das auch alleine machen, ja? Oh, die kommen bestimmt gleich alle und hauen mich. Eine Waffe ist dort. Wow. Das war's doch noch nicht. Hat keinen Nutzen, kann aber einen Händler verkaufen. Bonus. Oh, das ging aber schnell. Au. Der eine, der ist ja, der hat mich ja nur gesehen und ist schon umgekippt. Hallo, Billy. Na? Sind noch zwei? Ach, die waren oben, ne? Ja, warum soll es dem Droiden anders gehen als Chat? Ja, keine Ahnung. Oh. Na? Richtige Taste drücken? Du, die erreicht Stufe 4. Wupp, wupp. Das ist nur so ein unschuldiger Name und dann bin ich Sith-Krieger. Ich muss noch Artefakte beschaffen. Warte mal. In dem Spiel, Clodi, ist Schnellplündern sehr gut angelegt. Ach, guck mal. Die Wache hatte ja auch ein silbernes Symbol, deswegen war da ein bisschen schwer. Ja, muss ich mal gucken, wo ich das einstelle. Schnell plündern. Ah, oh. Lol. Den hab ich gerade gar nicht gesehen. Oh, was hab ich denn jetzt hier noch für Sachen? Ich hab... Was ist das? Umhang des Schmerzes. Ah. Hier, ich dachte... Hier ist doch... Ja.
Ach so, hä, warte mal. Wo finde ich denn die Artefakte? Muss ich die looten? Tutorial gelesen, aber nicht verstanden. Ist jetzt keine Hilfe. Ich weiß. Wow. Hab das Game geliebt, Luxuan. Du hast es auch gespielt. Ihr habt das anscheinend alle gespielt, hä? Einer der WoW-Killer. Aha. Na, magst du es mir schnell erklären, Flemur? Das ist ja noch nett ausgedrückt. Wow, wow. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Glenn für dich. Dankeschön für 18 Monate. Vielen, vielen Dank. So lange schon. Weil dieses eine von Sony, glaube ich, ganz gut wird. Ich weiß nicht, wie ich an die Artefakte komme. Suche ihre Vorratsbehälter. Naja, aber... Oh, was sind denn die... Wie soll ich die denn durchsuchen hier? Verstehe ich nicht. Ist nichts zum Durchwühlen. Die Durchwühle ist die Vorratsbehälter. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe.
kommt man nicht rein? Achso, ne, das sind die anderen Klassen. Okay. Hallo, Ike. Ach, da. Okay, wartet mal. Tutorial gelesen, nicht verstanden, sagt er. Ich dachte, ich muss hier noch irgendwas super Interessantes machen. Dabei war ich einfach nur noch nicht an der richtigen Stelle. Du hast da Zeit für... Ich habe eine kleine Kampagne mit EMP wieder. Weil doch bald das neue Spiel rauskommt von Star Wars. Und da haben die mir ein paar Star Wars Sachen zugeschickt. Und gesagt, wäre cool, wenn du dazu auch Star Wars Spiel spielen könntest. Und habe ich gesagt, okay. Und ihr könnt auch zwei Gutscheine gewinnen. A 20 Euro. Für EMP. Da sind die Behälter. Mal hier noch? Ach, ich hab noch gar nicht alle Schnecken getötet. Hä? Ich dachte, ich hätte dies schon getan. Wann gehst du raiden? Hä? Achso, du meinst... Leute, beruhigen Sie sich doch mal wieder. Lasst mich das doch mal spielen, so kurz, so ein bisschen. Schon ganz schön brutal. Ihr habt mich dazu gemacht. Halt, warte. Nee, doch. Dachte schon, bin vorbei, aber bin noch richtig. Komische Gebäudestruktur, aber okay. Neuer Codex-Eintrag. Habe ich gerade einen Erfolg bekommen? Ich glaube schon, oder? Darth Avaris. Apex. Lebende Legende. Überflieger. Nice try, die Winterkriegerin. Sind das hier irgendwie... irgendwelche... Warum stehen die hier? Sind das irgendwelche...
Sind das NPCs oder sind das irgendwelche Hommages an echte Spieler? Das sind echte Spieler und warum stehen die hier rum? Um anzugeben? Taxistationen werden durch das doppelseitige Pfeilsymbol auf deiner Karte markiert. Die stehen da wirklich, um anzugeben. Boah. Warte mal. Hä? Wo gebe ich denn jetzt die Quest ab? Das sind Leute aus deiner Com. Ach, das war. Was ist du das, oder was? Zeige alle autorisierten Ziele an. Weltforschungsbereich. SIF-Akademie, da bin ich ja gerade. Reiseroute bestätigt. Zu ihren Diensten, mein Lord. Aber da bin ich doch. Wo soll ich mich. Reiseroute bestätigt. Wo bist du, mein Sonnenlicht? So, nee, der ist hier hinten. Aber warum zeigt's das denn hier wieder unten an, Imperiale Alas? Ja, warte, ich gehe erstmal die Story-Quest abgeben. Hallo, Akolyt. Wartet einen Moment. Lasst mich euch ansehen. Ihr seid also Aufseher Tremels Geheimwaffe, was? Schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich fürchte, der alte Mann hat einfach zu lange gewartet. Ich bin Vemrin, und im Gegensatz zu euch musste ich mir alles, was ich habe, hart erkämpfen. Ich verlange Respekt. Soll das etwa heißen, ich habe mir diese Chance nicht verdient? Bitte, jeder weiß doch, was Tremel macht. Wenn Aufseher Tremel schon reagiert hätte, als ich vor einem Jahr hier ankam, hättet ihr vielleicht eine Chance gehabt. Aber jetzt zu schwach, zu spät. Das ist lächerlich, Vemrin. Töten wir sie einfach und verstecken wir die Leiche. Wir sind nicht mehr auf Balmorra, Dolgis. Hier gibt es Regeln, Traditionen. Wir überlassen die Spielchen Aufseher Tremel und seiner letzten erbärmlichen Hoffnung hier. Ich werde euch erst alles nehmen und euch dann töten. Ihr habt ja keine Ahnung, wen ihr euch gerade zum Feind macht. Kommt ihr, Dolgis? Ich bin schon da, Vemrin. Ihr habt angefangen! Oh, hier oben Hört guckt er dazu. Zu, nee. Nutzlose Wichtigtuerin. Oh, ich dachte schon, der sagt ein anderes Wort. Akolyten dürfen sich nicht gegenseitig umbringen, aber Unfälle passieren immer wieder. Und ohne Zeugen ist es kein Mord. Das ist die letzte Warnung. Vemrin ist hier der Anführer. Wenn ihr euch mit ihm anlegt, sterbt ihr. War das jetzt nicht so gut, was ich getan habe? Ich war die ganze Zeit lieb und jetzt habe ich halt einmal widersprochen, ja? Einmal. Gut, du bist zurück. Du scheinst unversehrt zu sein. Wie gefällt dir deine neue Klinge? Das wird genügen. Vater, was soll das? Ich habe meine Kriegsklinge gerade erst bekommen und ich bin schon seit 6 Monaten hier. Ich habe meine Gründe, Eskella. Du wirst niemandem auch nur ein Sterbenswort davon verraten. Verstanden? Ja, verstanden, Vater. Akolyt, das ist Eskella, meine Tochter. Sie gehört bereits zu den fortgeschritteneren Schülern und ist schon bald ein Sith, wenn sie Acht gibt.
Ich werde über deinen neuen Schützling Schweigen bewahren, Vater. Aber ich werde nicht da sein, wenn deine Pläne aus dem Ruder laufen. Kümmere dich nicht um sie. Sie ist nur wütend, weil ich Geheimnisse vor ihr habe. Sie bellt. Na dann. Aber sie beißt nicht. Ich habe Vemrins Stimme aus dem Nebenraum gehört, bevor du hier eingetroffen bist. Hat er schon so früh zuschlagen wollen? Es war nichts, das ich nicht allein regeln konnte. Wenn er dich nicht angegriffen hat, dann ist ihm noch nicht klar, welche Bedrohung du für ihn darstellst. Ausgezeichnet. Trotzdem hatte ich gehofft, dass uns mehr Zeit bleibt. Vemrin schnüffelt nicht allzu lange herum, bevor er zubeißt. Die Zugangsvoraussetzungen für die Akademie wurden entschärft, um mehr Schüler zu gewinnen. Nun wird jeder zugelassen, der empfänglich für die Macht ist. Vemrin ist ein Halbblut, die unsichtbare Pest, die das Fundament des Imperiums auffrisst. Er darf nicht weiterkommen. Lasst mich ihn endlich aufhalten! Unglücklicherweise konnte Vemrin die Aufmerksamkeit von Darth Barras, eines der einflussreichsten Sith-Lords, für sich gewinnen. Er wird darauf vorbereitet, Barras neuer Schüler zu werden. Als Schüler von Darth Barras stünden Vemrin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. Er könnte die Sith in den Ruin führen. Du musst sofort mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Du sollst 3 Gefangene im Akademiegefängnis verhören und über ihr Schicksal entscheiden. Betrachte die Geschichten der Gefangenen sorgfältig. Deine Urteile werden genauestens untersucht. Lass dich von deiner Leidenschaft führen. Ich übernehme das. Begib dich zum Akademiegefängnis und sprich dort mit Kerkermeister Nash. Kehre zu mir zurück, nachdem du über die Gefangenen geurteilt hast. Hallo Dimenso. Spielt es zum ersten Mal. Oh, 15 Eroberungspunkte. Sind die hier auch PvP oder wie oder was oder wer? Oh, jetzt sehe ich doch schon ein bisschen schicker aus. Wow, was drehst du dich denn so schnell? Nur mal kurz. So? So. Das hat sich gar nicht gedreht. Geil. Kantina. Kann ich dort was essen? Nicht ihr. Nicht jetzt. Okay. Ihr seid für meine Prüfung noch nicht bereit. Ja. Das weißt du gar nicht. Vielleicht bin ich voll bereit. Guten Tag. Oh, die reden auch nicht mit jedem. Muss man wenigstens nicht so viel lesen. Suchdroide. Meditieren da. Ach, hier, das sind die... Ah, hier schläft man. Klar, direkt ans Essen denken. Ja. Immer. Ich hatte heute nur ein paar Nudeln, das war's. Ich werde mich... Möchten Sie sich unser Inventar ansehen? Was ist das? Jukebox-Chip. Ein Chip, mit dem ein Lied von einer Jukebox abgespielt werden kann. Okay. Kann ich dem hier Sachen verkaufen? Habe ich dem das gerade verkauft? Oder habe ich das angezogen? Okay, ich habe es ihm verkauft. Hat keinen Nutzen. Okay. Auch keinen Nutzen. Keinen Nutzen. Keinen Nutzen. Oh, ich habe hier einen Gürtel bekommen. Speicherplatte. Auch keinen Nutzen. Das kann weg. Altes Schwert kann auch weg, ne? Gibt's irgendwas, das ich sagen kann, alles verkaufen, was keinen Nutzen hat?
Bin ich jetzt schon? Ja, gerne. Bin ich jetzt schon reich? Muss ich irgendwo speichern? Nee? Nein, nicht reich. Oh, warte, ich bin zu weit gelaufen. Noch ein Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps. Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es doch einfach. Ich kann auch andere Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Ihr, ich bin Kerkermeister Nash. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklaven. Sah das? Ihr seid der Akolyt, den Trämel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Das ist Xardas. Aus Gothic. Chris! Ausgezeichnet. Ich habe auch vor, gute Arbeit zu leisten. Diese Situation ist äußerst ungewöhnlich. Normalerweise führen Akolyten das Verhör auf einem anderen Planeten durch. Aber Aufseher Tremel hat die drei hier für euch herbringen lassen. Er hält euch für sowas wie die Wiedergeburt von Exar Kun. Aber ihr müsst wissen, nicht nur Tremel beobachtet euch. Also, diese drei Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet, ihr vollzieht die Strafe. Die Sträflinge werden Blut. So sollte es sein. Gut. Dann fangen wir an. Die hier, links. Ihr Monster kriegt nichts aus mir raus. Tut einfach, was ihr tun müsst. Möchtet ihr sterben? Lasst mich deutlicher werden. Wenn ihr nicht kooperiert, werde ich euch erledigen. Ich habe keine Angst zu sterben. Respektlos bis zuletzt. Wie gesagt, sie wurde geschickt, um einen imperialen Spion im Yavin-System umzubringen. Trotz Folter blieb sie bei ihrer Aussage, dass sie anonym angeheuert wurde. Kriegt es doch in euren verdammten Schädel. Ich wusste nicht, dass er ein Imperialer war. Und ich weiß nicht, wer mich angeheuert hat. Ich will alle Details eurer Operation erfahren. Welche Waffe habt ihr gewählt? Ich habe ihn nicht ausgeschaltet. Ich wurde geschnappt, bevor es soweit kam. Nun, sie leugnet die Anklage nicht. Also müsst ihr jetzt entscheiden. Hinrichtung oder Gerichtskampf? Was wählt ihr? Weder noch. Sie könnte sich als nützlich erweisen. Schickt sie zum imperialen Geheimdienst. Ich arbeite nicht umsonst. Ihr habt sie verschont. Interessant. Bitte, ich bin ein Sith wie ihr. Seid nicht voreingenommen und gewährt mir einen Gerichtskampf. Ich bitte euch. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Dieser Haufen Elend ist Devotek. Einst ein angesehener Sith-Kämpfer. Bis er eine wichtige Mission in den Sand setzte und wegen ihm tausende Imperiale starben. Und jetzt seht ihn euch an. Ich habe 24 Jahre treu gedient, dann ein Fehler und sie warfen mich fort. Jetzt wurde ich hier zum Verrotten zurückgelassen. Bitte, lasst mich noch einmal das Gewicht einer Waffe spüren. Verrottet weiter. Ich werde euch einen Wunsch gewähren.
Ein Krieger sollte im Kampf sterben. Ihr habt meinen Dank. Das sollte unterhaltsam werden. Oh, kämpfe ich jetzt mit dem? Oh. Ah, oh, ich kämpfe jetzt mit dem. Ja, sagen Sie das doch. Das haben die gar nicht dazu gesagt. Ey, das hättet ihr doch dazu sagen können. Er hat keinen wirklich starken Gegner abgegeben, was? Hat er doch vorher gesagt, oh. Er starb als Krieger. Nun, der letzte Gefangene ist etwas rätselhaft. Sein Name ist Breck und er ist ein nervöser Jammerlappen, der im Verdacht steht, gefälschte Dokumente an Agenten der Republik geliefert zu haben. Schon eigenartig. Er beteuert trotz schwerer Folter weiter seine Unschuld. Nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kamna lebek. Dimensu, das ist mir schon klar, dass es darüber entscheidet. Oder dass es verschiedene Gesinnungsrichtungen sind. Wollt ihr mir weismachen, dass ihr ein unbescholtenes Dasein geführt habt? Naki oya magmak, nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kamna lebek. Davon lässt er nicht ab und wir haben nur Indizienbeweise. Ich glaube, es könnte sein, dass er es wirklich nicht getan hat. Wie entscheidet ihr euch? Lasst ihn bluten, bis er gesteht! Ich denke, in dem Fall sollten wir ihn freisprechen. Lasst ihn gehen. Mamni lebek bak manuk. Meraka naja ki nama pamyak. Freiheit, hä? Das ist mal was Neues. Tja, so viel dazu. Ihr seid interessant. Ich sehe, wieso euch die Leute im Auge behalten. Ich bin ein Schaf im Wolfspelz. Jetzt zu Aufseher Trämel zurück. Mal sehen, was er von euren Entscheidungen hält. Tja, kein Gefangener mehr übrig. I'm hungry. Hungry, hungry, hungry. Die deutschen Texte hat irgendwie was von Cludi am Sonntag. Wie bitte? Aber Cludi am Sonntag ist doch super. Gibt nichts Besseres als Cludi am Sonntag. Hallo? Ist das alles? Alles, was Lord Renning bekommen konnte. Kehr zu deinem Meister in den Bestienpferchen zurück, bevor ich dich in Stücke schneide. Okay. Entschuldige die Wartezeit. Diese Unterbrechungen sind wirklich lästig. Wechseln wir das Thema. Deine Prüfung im Gefängnis. Lass uns über Solenz, die Attentäterin, sprechen. Sie wollte einen imperialen Spion ausschalten, wusste aber nicht, dass sie für die Republik tätig war. Du hast sie dem imperialen Geheimdienst zugeteilt. Mein Lob. Das war eine weise Entscheidung. Man sollte potenzielle Werkzeuge nie verschwenden. Ich habe die Verantwortung weitergereicht. Vielen Dank, Aufseher. Euer Lob bestärkt mich. Ja, ist entscheidend so. Ist, dass es auch Darth Barras gefallen würde. Kommen wir zu Devotek, dem gescheiterten Krieger. Warum hast du seinem Wunsch nach einem Kampf entsprochen? Um seine Leistungen zu würdigen, um seinen Nutzen einzuschätzen, um seine... eigentlich schon, er hat ja drum gebettelt. Er wollte es. Er wollte das. Ich habe es aus Respekt vor seinen Diensten getan. Er war einst ein starker Krieger. Wir haben keine Zeit, um vergangene Taten zu würdigen. Mir egal. Devotek verbrauchte nur unnötig Platz. Wenn etwas nicht mehr gebraucht wird, sollte man es entsorgen. Merkt ihr das? Kommen wir zum letzten Gefangenen. Dem Fälscher. Ihn freizulassen war mehr als fragwürdig. Erkläre dich. Er war es nicht.
Es ist töricht, seine Zeit auf die Folterung eines Unschuldigen zu verschwenden. Unschuldig oder nicht, er besitzt jetzt direkte Kenntnisse unserer Einrichtungen und Methoden. Er ist ein potenzielles Risiko, wenn er frei durch die Galaxis streift. Du musst immer alle Seiten betrachten. Neben einem starken und talentierten Schwertarm wirst du Darth Barras damit am meisten beeindrucken. Du begreifst langsam, was einen Sith ausmacht. Aber damit wirst du Darth Barras noch nicht beeindrucken können. Ich werde mich steigern, Aufseher. Versprochen. Das musst du auch. Sonst bist du erledigt. Merk dir das. Weil ich dich vorzeitig in die Akademie geholt habe, wird Darth Barras dazu geneigt sein, streng über dich zu urteilen. Und streng bedeutet in diesem Falle tödlich. Wir müssen nun mit deiner nächsten Prüfung fortfahren. Sein ruhig, komm! Du darfst nicht bemerkt werden, bevor wir nicht bereit sind. In den Höhlen von Marka Ragnos Grab befindet sich eine Bestie, die er zum Schutz seines Vermächtnisses zurückgelassen hat. Begib dich dorthin, setz dich zwischen die Flammen und warte dort auf die Bestie. Ja, klar! Ich drehe Monstern im Schlaf den Hals um. Nicht so voreilig. Um diese Kreatur zu besiegen, musst du alles geben. Begib dich erneut ins Tal der dunklen Lords und finde Marka Ragnos Grab. Wir sehen uns, wenn die Bestie tot ist. Viel Glück. Viel Glück. Nimm ein Taxi ins untere Wildland. Yes, Sir. Ist noch eine Nebenhand bekommen. Was ist das hier? Kostenloser erheblicher Erfahrungsschub. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Stunde spiele. Bin schon ein bisschen müde, dem. JB ist verdächtig ruhig. Der ist bestimmt eingeschlafen, der alte Mann. Vertun setzt sich. Hilfe! Ah, nein! Nein! Nehmt ihn weg! Nein! Nein! Hilfe! Was tut ihr müde niemals? Nein, Hilfe! Ein Tuni! Nehmt es weg! Knie nieder, da schreibt ein anderer Nein, du von mir! Tja, Tuni! Fährt man hier mit so einem Taxi? Cool. Die Bestie töten? Aber ich soll doch... Ich sollte das Taxi doch in die untere Wildnis nehmen. Reiseroute bestätigt. Da fährt sie dahin. Ciao! Also ein, zwei Bäume würden dem Tal aber gut tun, ne? Ist Stufe 6 schon. Bis wohin geht's? Bis Stufe 80. Habe ich das richtig gesehen? Erforscht Marka Ragnos Grab. Was stand da? Komm ich denn da hin? Oh nein, der Tuni hat mich verfolgt. Aber hey, ich habe sofort den Planeten wiedergefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, hier sind Viecher. Level 4. Ja.
wartet mal, ich wollte ja schnell plündern einstellen. Interface. Oh. Sieht ja aus wie Elwoi. Hallo Drache. Aber hier ist nichts mit. Gibt auch Retro, ne? Hier ist nichts mit Schnellplündern. Fenster davor, Steuerung. Ach hier. Ach, das war gleich das erste Mal. Okay, ich habe nach Schnellplündern gesucht. My bad. Bam, 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 bam. Claudi, ja bitte? Toni? Oh. Die Leiste links im Bild kannst du auch ausblenden. Und wie? Links in der Ecke. Ah, okay. Oh, das ist ein Silberner, oder? Ein Hüter. Warum muss ich hier so im Kreis laufen? Gibt's auch Mounts? Ja, Gavin, das war ja was, das habe ich ja schon gesagt, dass es bestimmt wieder was geben wird. Mag das Spiel nämlich auch, wenn ich es gar nicht spiele. Was? Was greift mich an? Ah, die hier? Oh, wow. Die hatten aber eine krasse Reichweite. Amok laufender Soldat. So, Phasmophobia, meinst du? Weiß ich nicht. Also sicherlich, wenn das Update endlich mal rauskommt. Dann ganz bestimmt mal wieder. Was im Mai dann im Prime Gaming WoW gibt? Haben die nicht schon gesagt, dass es einen Umhang-Transmog geben wird? Der Niki hatte das gesagt. Deswegen konnte ich auch ruhigen Gewissens dieses Probeabo kündigen. Na, greift er mich an? Nee. Achso, der steht hier. Lol. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Hast du nicht gesagt, dass es der nächste Prime Gaming Loot für WoW ein Umhang ist? Also so ein Umhang-Transmog? Oh, die sind ja alle silbern.
Ich habe ja gesagt, dass ich das hinkriege, ne? Dass sie mir gar nichts können hier. Mal schauen, wenn ich das mal Stabi mache. Ach, Wappenrock war's. Habe ich Tode verpasst? Nee, noch nicht. Aber ich habe gerade gesagt, mal schauen, wann ich das erste Mal sterbe. Hier 21 Rüstung. 18. Und eine Hose. Endlich mal eine Hose. Warum ist denn das jetzt hier besser? Ach, wegen Beherrschung und Ausdauer. Trötenwoman. Mhm, okay. Die hat jetzt bestimmt auch gedacht, boah, was ein Damage. Erfolg abgeschlossen. Scheitern ist keine Option. Da kann die Trötenwoman nicht mit, oder? Trötenwoman, ist es jemand aus dem Chat? Die hört nie zu. Wow, wer hat denn gerade gefragt, was ich am Sonntag spiele, Frau Nüder? Hä? Wer hat denn das gerade gefragt? Obwohl unter meinem Stream der Streamplan ist und im Discord auch. Hä? 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 Nüder? Hä? So, ich soll mich jetzt hier zwischen die Flammen setzen, ja? Wie mache ich denn das? Wie setze ich mich hin? Achso, ich muss es anklicken hier wahrscheinlich. Okay, so setze ich mich hin. Alles gut. Dritten Moment, neue Marvel-Held. Hallo? Ah! Hola! Do you see what you get when you mess with a warrior? Also mein Main Game ist WoW, World of Warcraft. Ich habe hier zwei Nachrichten. Muss ich dazu einen Briefkasten? Hatte der was Schönes drin? Arbeitshandschuhe. Ah, erfordert Stufe 7. War ich meiner Zeit voraus? Schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht. Siege die durchgetretenen Truppen. Ist das auch hier? Ist er gerade ausgewichen? Nee, das sind nicht die. Wer sind denn die durchgetretenen? Winkt wild umher. Ah, du bist durchgedreht. Aber es ist doch noch. Ich bin doch noch gar nicht. Ah. Hallo, wieso macht das keinen Schaden?
Ich hoffe, dass meine Chars noch da sind, wenn ich mal wieder in das Game reinschaue. Warum sollten die weg sein? Ich glaube nicht, dass die weg sind. Stufe 7! Ach, ich bin eine Maschine. Was habe ich denn jetzt noch bekommen? Wieder Ansturm. Und Machtschrei. Sind das hier die? Ah, guck mal, das sind die. Alles klar. Warte mal, wieder Ansturm. Wie nah muss ich da ran? Huch! Das, den habe ich aber so richtig angeschrien. Huch! Der macht Scheiße geil! Maybe wurde Sonntag auch kurz Gothic erwähnt, jetzt muss ich es lesen. Alles gut. Ich bin ja nicht der Nabel eurer Welt, von daher ist das völlig okay. Und wenn ich dann mal ein bisschen pumpig antworte, dann ist es auch nicht mehr so gemein. Nicht? Nee. Was? Ich dachte schon. Na, für manche tun so, ja. Haben wir jetzt alle? Ja, ich glaube schon. Dann will ich ja wieder da hoch. Oh, da muss ich den ganzen Weg hier zurücklaufen. Eieiei. Ja, also wie gesagt, ihr könnt gerade 2 EMP-Gutscheine gewinnen. 20 Euro jeweils. Ausrufezeichen Ticket und dann die Anzahl der Tickets, je nachdem, wie viele Kitten ihr habt. Und ab morgen gibt es einen neuen Code. The Force 15. Da könnt ihr ab 40 Euro Einkaufswert bei EMP 15% sparen, statt der üblichen 10. Ich bin irgendwie noch im Kampf. Du bist in Dresden am Donnerstag. Da habe ich gar keine Zeit am Donnerstag. Donnerstag habe ich früh 2 Arzttermine und nachmittags Friseur. So ein Zufall ist auch. Das ist so krass. Okay. Also so ballertechnisch macht es schon Spaß, ne? Wenn sie hier einfach so aus dem Leben kickt. Also so cool. Ich kann doch die Map bestimmt auch ein bisschen verschieben, oder? Ja. Verschieben.
Donnerstag muss Freitag zu einer Hochzeit und bleibt das Wochenende mit einer Freundin da. Mit deiner Freundin da. Dann wünsche ich euch ganz tolles Wetter. So. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. County in Westfall, ja. Ich hätte da ein Anliegen, ja bitte, Edge. Sie wünschen? Wer weiß, was jetzt kommt. Ah. Okay. Gegenstandswert 8. Süß, oder? Ist das mein GS? Niedlich. Ich muss hier noch irgendwie den imperialen Erlass abgeben, aber ich weiß gar nicht wo. Wahrscheinlich war das irgendwo im Stadtgebiet, ne? Die das jetzt. Na, wen haben wir denn da? Uh-oh. Erinnert ihr euch an mich? Nein. Zur Sache, bevor ich das Interesse verliere. Wemren meinte, ich sollte unsere kleine Diskussion fortführen. Habt ihr es schon bemerkt? Keine Zeugen. Keine Zeugen bedeutet keine Regeln. Schluss mit den Abkürzungen, Schluss mit der Sonderbehandlung. Ihr werdet einfach ein weiterer toter Versager auf Korriban sein. Na klar. Und was träumst du nachts? Hey, dieser Schrei, ne? Der ist so krass. Nein, wartet, wartet. Ich habe mich geirrt. Was die Leute über euch erzählen, ist alles wahr. So stark. So süß, meinst du? Ich will nicht sterben. Denn süß. Dann kauft euch frei. Für Bitten ist es jetzt wohl zu spät. Was gebt ihr mir, damit ich euch am Leben lasse? Hier, ich habe ein paar Credits. Nehmt sie. Na. No. Ich stehe für weitere Geschäfte zur Verfügung. Ihr seht mich nie wieder. Ich verspreche es. Was für eine Lusche. Hä, ich bin halt einfach eine Maschine, Nüda. Ich bin halt einfach... Und hab dabei noch was verdient. Ich weiß aber nicht, wie viel. Das sieht man ja hier nicht. Ich muss irgendwo noch einen Briefkasten finden. Wir müssen dringend miteinander reden, Akolyt. Die Zeit läuft uns davon. Meine Berechnungen waren nicht ganz akkurat. Marka Ragnos Bestie war eine starke Quelle dunkler Energie hier auf Korriban. Ihr Tod hat zu einer Erschütterung der Macht geführt. Darth Barras hat diese Erschütterung gespürt und ist sich deiner Gegenwart bewusst geworden. Er verlangt eine Audienz. Mhm. Das wurde auch Zeit. Glaubt ihr, dass ich soweit bin? Es ist egal, was ich glaube. Bereit oder nicht? Du musst dich ihm sofort stellen. Barras ist ein ernsthafter Mann und ein Meister der Täuschung. Alles, was er tut und sagt, ist berechnet. Er wird versuchen, dich in die Ecke zu drängen, um deinen Charakter zu prüfen und den Kern deiner Persönlichkeit zu ergründen. Ich bin süß. Du musst ihn jederzeit ernst nehmen. Jederzeit. Okay. Ich bin hiermit gewarnt. Vielleicht sprechen wir uns nie wieder, Akolyt. Du bist die beste Chance, Wemren aufzuhalten. Okay, der setzt auf die Bleed. Offensichtlich. Wird es auch niemand anderes schaffen. Viel Glück. Darth Barras erwartet dich in seinen Gemächern. Beeil dich. Er wartet nicht gerne. Also der hat aber sowas wohl auf die Bleed gesetzt gerade. Boah, das gab ja richtig viele Erfahrungspunkte.
Kategorie. Der erwartet Miss in seinen Privatgemäßern. Mhm. Ich hoffe, der hat eine Anstandsdame dabei. Ich bin nämlich nicht so eine, ja? Was ist denn das hier? Schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, ihr wollt doch Sith werden. Wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Doch, das bin ich. Korriban kann einen wirklich begeistern, mein Lord. Ist das euer Eindruck? Dann gibt es etwas, das ihr verstehen müsst. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Ich bin nicht in Frage gestellt, was soll das heißen? Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier, Alter. Um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Ich wäre stolz, helfen zu dürfen. Das ist eine ruhmvolle Gelegenheit. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holochron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holochron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann. Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren. Tim Schmitz, sein Make-up weg. Ja. Wenn die so ein Zeichen über ihrem Kopf haben, heißt das, sie haben auch gerade die Mission, ne? Also die sehen gerade das Gleiche, wie ich gerade gesehen habe, wahrscheinlich. Wo ist denn hier so ein Briefkasten? Ich habe hier eine Mail, aber... Aber wo? Da, Tenno. Ich glaube, es ist soweit. Wirklich? Also gut. Hey, ihr! Vorsicht, Tenno. Kommt schon, ich brauche etwas Abwechslung. Ihr da! Seid ihr die, von der hier alle sprechen? Die, die angeblich von Darth Barras höchstpersönlich hergebeten wurde? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Bitte verzeiht meinem übereifrigen Freund. Wir haben nur schon so viel von euch gehört. Und wir wollen uns mit euch gutstellen. Tenno, was mein etwas vorlauter Partner hier sagen will, ist, dass ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr euch, sagen wir, um etwas oder irgendwen kümmern müsst. Sie spricht von Vemrin. Wir werden ihn für euch töten. Tut mir leid. Ich hätte Tenno einen Maulkorb anlegen sollen. Also was sagt ihr? Wir wissen, dass Vemrin versucht hat, euch töten zu lassen. Wollt ihr, dass er stirbt? Ich bin nicht so primitiv wie er. Ja, durch meine Hand. Ich werde mich nicht auf Vemrins Stufe herablassen. Nein, natürlich nicht. Dazu seid ihr zu klug. Es gibt Regeln. Akolyten dürfen sich nicht einfach in der Öffentlichkeit gegenseitig töten. Jeder weiß von eurer Rivalität. Wenn ihr ihn tötet, werden die Lords die Schuld bei euch sehen. Aber wenn Vemrin stirbt und ihr ein Alibi habt, würde es den Leuten zwar suspekt vorkommen, aber man könnte euch die Tat nicht anlasten. Versteht ihr? Die schiften mich ja förmlich an. Das mit dem schmelzenden Make-up habe ich mir auch gedacht, Tellerrand. Ist es halt nur so eine Art angezockt oder spielst du es noch weiter? Also theoretisch ist es nur angezockt. Aber wenn ihr möchtet, würde ich zumindest so die Story-Kampagne zu Ende spielen. Schlaf gut, Goblin. Die Katzis schlafen.
Kommt ihr das auch hin? Kein Interesse. Tut mir leid. Wir beweisen es euch. Lasst uns einen Testkampf absolvieren und entscheidet danach, ob wir die Fähigkeiten für dieses Unternehmen haben. Macht's denn Spaß, ja? Ich sollte euch warnen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Es wird Verletzungen geben. Nun, damit müssen wir rechnen. Kommt schon, Jungs. Zeigen wir, was wir drauf haben. Achso, oh, ich wollte gerade. Okay, Nummer 1 ist schon mal außer Gefecht. Nummer 2 auch. Alle. Ihr habt aber jetzt nicht viel drauf. Wie kann ich denn den Text... Achso. Das ist ja voll nervig gewesen. So, nu? Ich versuche gerade herauszufinden, was hier passiert. Ich kann also gerade nicht reden. Okay. Hä? Achso, hier. Ihr habt uns alle vier besiegt. Das ändert alles. Wie man hört, ist Vemrin euch kräftemäßig gleichwertig. Wenn wir nicht mal im Training mit euch mithalten können, werden wir ihn nie töten können. Ich finde auch, ihr solltet euch von Vemrin fernhalten. Was für eine ernüchternde Erfahrung. Danke, dass ihr uns die Augen geöffnet habt. Sehr gerne. Ich verstehe es nicht. Werden wir jetzt jemanden umbringen oder nicht? Nein, Tino. Und ich glaube, wir sollten diese ganze Sith-Ausbildung nochmal überdenken, hm? Amateure. Die meisten von euch werden von diesem Unternehmen nicht zurückkehren. Wenn ihr sterbt, wird man euch vergessen. Wenn ihr aufgebt, werdet ihr sterben. Und jetzt geht mir aus den Augen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das solltet ihr auch. Für euch ist bald Schluss, Klemmeral. Bleibt mir einfach aus dem Weg. Seht her, Vemrin. Ich sehe den Emporkömmling. Aber kein Zeichen von Dolgis. Klemmeral, Vemrin, ihr könnt gehen. Ja, Meister. Ich habe euch unterschätzt, als ich Dolgis schickte. Das wird nicht noch einmal passieren. Hallo, Tekashi. Hast du Probleme mit Akolyt Vemrin? Der hat nur gesagt, ich soll ihn immer ernst nehmen. Wenn er sich mir weiter so in den Weg stellen will, wird er großen Ärger bekommen. Er wurde zu einer tödlichen Maschine gemacht. Vemrin hat hart gekämpft. Er hat auf seinem langen Weg hierher nichts geschenkt bekommen. Du dagegen. Lass mich dich näher ansehen. Nein heißt nein. Wie ich vermutet hatte, Aufseher Trämel hat dir und dieser Akademie einen sehr schlechten Dienst erwiesen. Oha. Deine Kriegsklinge kam zu früh. Gefangene wurden für dich eingeflogen. Und sogar eine Bestie wurde nach Korriban gebracht. Statt dass du auf irgendeinem anderen Planeten in der Wildnis kämpfst. Die zeitliche Abfolge der Prüfungen ist entscheidend. Volle Hingabe bringt nur über einen längeren Zeitraum die richtigen Resultate. Dein Geist ist weich, untrainiert, ohne Disziplin. Redet nur weiter. Es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Und doch ist es eine Beleidigung. Einen Akolyten präsentiert zu bekommen, der nicht mal das geringste Verständnis davon hat, was einen Sith ausmacht. Im ersten Monat der Prüfungen sollte es um Philosophie, Taktik und das Verstehen des Kodex der Sith gehen. Nenne mir den Kodex der Sith, Akolyt, und erkläre mir seine Bedeutung in Kampf, Krieg und Politik. Von einem Kodex der Sith habe ich noch nichts gelernt. Deine Fähigkeiten sind unbestreitbar. Doch dir fehlt es eindeutig an Reife und Verständnis für die Geheimnisse der Sith. Hat er gerade gesagt, sieh jung aus? Ich bin jetzt dein Meister. Kreml hat schon schlampige Arbeit gemacht, bevor du überhaupt hier ankamst. Seine fehlende Bereitschaft, sich daran anzupassen, dass sich die Lehren der Sith weiterentwickeln, ist zu einem Risiko geworden. Er ist zu einem Verräter geworden. Verräter werden hingerichtet. Boah.
Ich gewähre dir Straffreiheit. Töte Tremel und bringe mir seine Hand als Beweis. Mir gefällt es nicht, ihn zu töten. Aber wenn ich es tun muss, werde ich es tun. Ich stelle keine Fragen, sondern gebe Befehle. Geh jetzt. Ich bin sicher, Tremel ist noch in seinen Gemächern. Kehre erst zurück, wenn er tot ist. Uiuiuiuiui. Na, das machen wir jetzt aber noch. Hallo? Ohne irgendwo hängen zu bleiben, bitte. Ich schaff's da nicht mal die Treppe runter. Halt, warte mal, ich kann ja auch hier einfach hier lang. Ich wollte schon wieder über die Kantine rennen. Ich wüsste auch gern, woher der das alles weiß. Hier ist kein Feind. Nicht ihr. Nicht jetzt. Ihr seid für meine Prüfung noch nicht bereit. Ganz unauffällig. Super unauffällig. Oh, es tut mir so leid, Tremel. Ich will das gar nicht. Hallo? Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen. Hat Darth Baras dich zu mir geschickt? Jemand hier muss sterben. Dann wurde ich wohl ausgetrickst. Baras hat die nötige Autorität, aber ich hätte nicht gedacht, dass er etwas derart Offenkundiges wagen würde. Entweder sterbe ich, oder ich zerstöre meinen eigenen Plan, indem ich dich töte. Ein meisterlicher Schachzug. Nun gut, du hast deine Befehle, Akolyt. Sei versichert, dass dein Tod mir kein Vergnügen bereiten wird. Na, halt, stopp, Momente mal. Es gibt eine andere Möglichkeit. Das stimmt, die Hand abhacke. Ah, ja, komm. Wartet. Es muss nicht so weit kommen, Tremel. Mach jetzt keinen Rückzieher. Das ist der Weg der Sith. Ich werde dir ein kurzes und schmerzloses Ende bereiten. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Okay. Oh, halt. Ach, gibt's jetzt doch eine andere Möglichkeit, oder was? Nein. Ich bin erstaunt. Ich wusste, dass die Macht stark in dir ist, aber nicht so stark. Hä? Du bist mehr als nur bereit, um Vemrin herauszufordern. Ich hab nicht mal einen Kratzer. Baras wird das nun auch nicht mehr leugnen können. Er bekommt die Genugtuung meines Todes, aber... Ich sterbe im Wissen um meinen Erfolg. Na los, bring es zu Ende. Ihr seid zu voreilig. Ich brauche nur eure Hand. Was? Nur? Moment. Ich verstehe. Baras verlangt meine Hand. Als Beweis für meinen Tod? Verschon mich mit deinem Mitleid, Akolyt. Ich mache euch ein Angebot. Nehmt es an oder lasst es bleiben. Ich habe der dunklen Seite stets treu gedient. Mein Handeln ist wohl begründet. Wenigstens du kannst es erkennen, auch wenn Baras es nicht kann. Nimm meine Hand. Hältst du gerade um seine Hand an? Hast zumindest auch gleich... Das hat noch nicht mal gekitzelt. Kauterisiert? Nee, wie heißt das? Ich erhole mich ein wenig und dann verlasse ich Korriban. Unauffällig. Genau, was ich brauche.
Ganz genau. Leb wohl, Akolyt. Befreie die Sith von Vemrin, dieser Plage. Meine Hoffnungen ruhen auf dir. Und er hat ja gesagt, tolerant, ne? Offensichtlich. Dieses Drehen! Ach komm, ich nehme die andere Treppe. Hier war doch noch eine, oder? Ja. Wenn man es mit dem Drehen nicht bekommt, ne? Den auch hauen könnte? Stufe 10. Easy. Sieh an. Der Akolyt kehrt mit einer blutverschmierten Waffe zurück. Das bedeutet wohl, dass Tremel nicht mehr lebt. Gib mir seine Hand. Hallo, McClu. Hier, nimm diesen Ring als Erinnerung. Die Vergangenheit kann den Geist stärken, klären und ermutigen. Ich bin beeindruckt, dass du die Kraft hattest, ihn zu besiegen. Er hat dich als Teil seiner Familie gesehen. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu hintergehen? Ich habe das Nötige getan. Du kannst deine Gefühle gut verstecken. Nur unterdrücke sie nicht. Du hast den ersten Schritt zum Verständnis des Kodex der Sith gemacht. Frieden gibt es nicht. Nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlangen wir Stärke. Durch Stärke erlangen wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Die Macht wird uns befreien. Indem du den Kodex angenommen und Tremel ausgeschaltet hast, konntest du dich von seinen Fesseln befreien und seinem Schicksal entfliehen. Ich verstehe jetzt. So gefällt mir das. Ich dachte mir schon, dass du schnell lernen würdest. Also, es gibt heilige Ruinen in Tulak Horts Grab. Die uralten Inschriften, die einst die Wände jeder der Ruinen verzierten, sind zerstört. Du wirst im Grab alle Ruinen durchsuchen und mir eine Scherbe von jeder der Inschriften bringen. Versagst du, wirst du sterben. Vemrin und meine anderen Akolyten wurden schon losgeschickt. Es gibt keine Regeln, wie man an die Scherben kommt. Und sie werden sich von nichts aufhalten lassen. Kämpfe dich durch Tulak Horts Grab im Tal der dunklen Lords und bringe mir die Scherben von jedem der zerstörten Schreine. Der will mir bestimmt am Ende einer die Scherben abnehmen. Das schreit ja förmlich danach. Kreditkasten, Klasse 2 Tresorkiste. Hallo Burgundi. So, aber ich würde sagen, das reicht für heute. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, können wir das gerne noch weiterspielen. Aber natürlich jetzt nicht unbedingt 3 Tage die Woche. Wir müssen ja auch WoW spielen.